Leitstelle Wien, guten Abend. Hallo? Bitte. Notrufzentrale, mit wem spreche ich? Meine Mutter. Bitte. Wo ist der Notfallort? Hallo? Ein Rettungsteam wird sofort zum Notfallort in Wien-Simmering geschickt. Der Notarzt kann nur noch den gewaltvollen Tod einer betagten Frau feststellen. Die Landeskriminaldirektion Wien beauftragt Chefinspektor Schneider und seine Kollegen mit den Ermittlungen. Bei dem Opfer handelt es sich um die 79-jährige Gertrud K. Das Opfer hat eine Vielzahl von Riss-Quetsch-Wunden im Bereich des Kopfes gehabt, was darauf hindeutet, dass hier mit einem starren, härteren Objekt, es war sogar aufgrund der Verletzungen der Verdacht auf einen stabförmigen Gegenstand, gegen den Kopf geschlagen wurde. Die 79-jährige Gertrud K. lebte dort in der Wohnung gemeinsam mit ihrem Sohn. Und zwar deswegen mit ihrem Sohn, weil sie schwer gehbehindert war und weil sie pflegebedürftig war. Ich habe aufgesperrt, bin reingegangen, habe nach meiner Mutter gerufen. Im Wohnzimmer ist sie gelegen. Die Spurensicherung beginnt, den Eingangsbereich der Wohnung zu untersuchen. An der Wohnungstüre wurden keine Einbruchsspuren am Schloss und am Türblatt vorgefunden, welches darauf schließen lässt, dass das Opfer den oder die Täter gekannt hatte. In derselben Nacht werden die Nachbarn von Gertrud K. befragt. Bei der Hauserhebung hat sich folgendes Bild von Gertrud K. ergeben. Sie war im Haus sehr beliebt, sie war gesprächig, sie hat manchmal Erledigungen übernommen für andere Hausbewohner. Sie war allseits bekannt. Was wir aber nicht erfahren haben bei dieser Befragung, war irgendwelche Hinweise auf einen Täter. Für uns war wichtig festzustellen, was hat sich am Tatort abgespielt. Dazu haben wir den Sohn des Opfers befragt und er konnte uns bei der ersten Befragung einmal einige wichtige Gegenstände aufzählen, die vom Täter mitgenommen wurden. Der Gehstock der Mutter, das Festnetztelefon und ein Handy. Ja, genau im Kopf oberen lassen, wo es alles fehlt, und ein Nachthemd, ein Festnetztelefon, eine Kaffeetassen. Er hat genau gewusst, was fehlt. Ganz detailliert. Das Nachthemd der Mutter und eine Kaffeetassen. Durch das Auffinden der Verstorbenen durch den Sohn kam es einerseits zu Veränderungen des Tatortbildes und auch zu Veränderungen am Leichnam, die die Rekonstruktion der Tat und auch die Rekonstruktion der Todeszeit erschwert haben. Peter K. war das einzige Kind des betagten Opfers. Der 50-Jährige ist unverheiratet und arbeitet als IT-Techniker in einer Wiener Firma. Er wird zur weiteren Befragung ins Landeskriminalamt Wien gebracht. Sicher einer der Gründe, warum in erster Linie im nahen Umfeld von Getöteten ermittelt wird, ist, dass in der Beziehung einfach eine Situation gegeben, wo man jemandem anderen so nahe kommt wie sonst kaum, wo natürlich auch die Verletzbarkeit und die Kränkbarkeit so hoch ist wie sonst kaum wo. Wo die Wahrscheinlichkeit von aufgestauter Wut, aufgestautem Hass wesentlich größer ist als bei jemandem Fremden. Sie wohnen bei Ihrer Mutter? Wann
haben Sie es denn das letzte Mal gesehen? Beim Frühstück. Hast du nicht gesagt, du hast heute frei? War das nicht ein freier Tag? Ich habe Bereitschaftsdienst. Die haben angerufen. Das heißt, ich stehe zur Verfügung, wenn was ist. Und sie haben angerufen, dass es in der IT ein Problem gibt. Das muss ich reinfahren. Das ist leider so, Bereitschaft habe. Magst du einen Zucker? Ja, bitte. Zu wenig. Es war ein IT-Problem. Sie haben mich angerufen, ob ich nicht kommen kann. Den ganzen Tag? So, dann bitte. Danke. Bitte. Und wie lange wird es dauern ungefähr, weißt du das? Schwer zum Sagen. Ich schätze wie jeden Tag am Abend, dass ich wieder komme. Kann man nicht so genau sagen. Rufst mich wie immer an. Peter K. hat täglich mit seiner Mutter Kontakt gehabt. So hat er auch an diesem Tag um 17.30 Uhr mit ihr telefoniert. Da hat sie aber nicht mehr abgehoben. Um 18.30 Uhr ist er dann nach Hause gekommen. Mama, ich bin's. Mama? 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 Mama, was ist denn? Mama, geht mit mir. Wir haben rekonstruiert, dass das Opfer im Wohnzimmer auf der Eckbank gesessen ist und dort die ersten Schläge auf sie eingegangen sind. Von dort dürfte sie auf den Boden gestürzt sein und versucht haben, Richtung Küchentür zu robben. Und vom Täter wurde das Opfer dann zur Mitte des Wohnzimmers gezerrt oder gezogen. Es wurden zwei Ohrringe direkt beim Opfer in der Blutlache gefunden. Einer in der Nähe des Halses, der zweite knapp darunter. Die Beweise werden zur weiteren Untersuchung ins Labor gebracht. Eine kurze Frage an Sie. Und zwar haben wir am Tatort diese Ohrstecker gefunden. Ich wollte fragen, ob Sie wissen, wem die gehören. Ja, das schaut so aus, die dürften von meiner Mutter sein. Bei der Befragung von Peter K. hat er uns außer auf Gegenstände, die vom Täter mitgenommen worden sind, auch darauf aufmerksam gemacht, dass es in der Wohnung ein Behältnis gibt, in dem Bargeld aufbewahrt wird. Hinten im letzten Zimmer, in einem Wandverbau, in einer Lade, da ist eine Schachtel. Spurensicherung kann eine Schatulle mit 40.000 Euro sicherstellen. Er hat angegeben, dass das Geld seiner Mutter gehört. Als Grund, warum das Geld zu Hause gelagert wurde, hat er angegeben, dass seine Mutter den Banken nicht traut.
Wir haben bei der Nachschau im Schlafzimmer festgestellt, dass der größere Geldbetrag, den seine Mutter dort verwahrt hatte, vorhanden war. Also den dürfte der Täter nicht gefunden haben. Es war aber in der Wohnung ersichtlich, dass der Täter die Wohnung durchsucht hatte, aber nicht massiv durchwühlt, sondern gezielt durchsucht hatte. Sodass sich für uns das Bild ergab, der Täter muss sich irgendwie in der Wohnung ausgekannt haben. Außer den Sachen, die er uns vorher schon genannt hatte, fiel ihm auch auf, dass die Vollmilch draußen stand, dass eine leere Kekspackung in der Küche lag, dass eine Zuckerkanne mit braunem Zucker draußen stand. Und aus diesen ganzen Situationen heraus war für uns erkennbar, dass der Täter vom Opfer eingelassen worden ist in die Wohnung und dass es dann zu einer Bewirtungssituation gekommen ist, wo das Opfer dem Täter Kaffee und Kekse aufgewartet hat. Sie haben gesagt, dass Sie immer schon bei Ihrer Mutter gelebt haben. Und da haben Sie nicht gewusst, dass Sie an dem Tag Besuch bekommt? Nein. Das müssen Sie mir glauben. Der Sohn hat weiterhin beteuert, dass er nichts mit dem Mord an seiner Mutter zu tun hat, hat uns dann auch noch eine Zeugin in seiner Firma genannt, die, wie er diese IT-Problematik bearbeitet hat, zugegen war. Am nächsten Tag arbeitet die Spurensicherung akribisch weiter. Weitere Spuren wurden im Außenbereich des Tatortes, im Hauseingangsbereich, bei der Gegensprechanlage am Glockenknopf gesichert. Dabei handelt es sich um Haut- und Schweißkontaktspuren. Das verschwundene Handy von Gertrud K. kann nicht gepeilt werden, da es seit dem Tatzeitpunkt ausgeschaltet ist. Jedoch bringt die Auswertung der Rufdaten von Handy und Festnetz des Opfers ein Ergebnis. Da gab es einen Anruf von einer Frau Waltraud M. Der war konkret um 12.15 Uhr. Und dabei wurde das Opfer von dieser Person angerufen. Die Angaben über den Aufenthaltsort vom Sohn des Opfers werden überprüft. Die Sekretärin von Peter K. wird befragt. Von wo hat er das weggeschickt? Ja, direkt neben mir hat er das Fax weggeschickt. So um die Mittagszeit sicher dann? Ja, er ist vormittags gekommen und den ganzen Tag geblieben. Die Sekretärin hat uns das Alibi von Peter K. bestätigt. Es ist uns auch der Sendebericht mit der Sendebestätigung vorgelegen, die genau zum Tatzeitpunkt übereinstimmt. Darf ich mir das mitnehmen? Bitte, gerne. Dankeschön. Wiederschauen. Wiedersehen. Das letzte Telefongespräch führte Gertrud mit ihrer langjährigen Freundin Waltraud M. Wie ist das Gespräch abgelaufen? Ganz ruhig wie immer. Wir telefonieren täglich um diese Zeit. Sie hat uns gesagt, dass sie die Anruferin war, dass sie von Gertrud K. an der Stimme erkannt wurde und begrüßt wurde und dass unmittelbar danach schon Gertrud K. die Worte sagte, einen Moment, dann war kurz Stille und dann hörte Waltraud K. einen hohen, lauten, schrillen Schrei. Und dann war die Leitung aus. Durch den Anruf hatten wir eine konkrete Tatzeit. Das, was die Anruferin mitgehört hat, war ja der Beginn der Tathandlung. Das Alibi vom Sohn des Opfers wird von weiteren Kollegen bestätigt. Somit schließen die Ermittler Peter K. als Täter aus. Unsere Ermittlungen bezogen sich in diese Richtung, dass sich Opfer und Täter gekannt haben müssen. Peter K. wird gebeten, eine Liste von jenen Personen zu erstellen, die mit seiner Mutter in letzter Zeit Kontakt hatten.
Neben den Riskwetsch-Wunden im Bereich der behaarten Kopfhaut hatten wir aber auch Hinweise dafür, dass die stumpfe Gewalt auch gegen das Jochbein und gegen den Brustkorb eingewirkt hat, weil dort auch Brüche vorlagen. Und es war auch im Bereich des Unterarmes ein Unterarmbruch festzustellen, der darauf hindeutet, dass hier Abwehrhandlungen gegen diese Gewalt stattgefunden haben. Die Tatsache, dass der Gehstock verschwunden war aus der Wohnung, brachte die Annahme nahe, dass dieser als Tatwerkzeug verwendet wurde. Zusätzlich wurden bei dem Opfer eine Vielzahl von Stichverletzungen im Bereich der rechten Gesichtsseite und des Kieferwinkels vorgefunden, sodass man daraus schließen musste, dass es sich hier bei dem Tatwerkzeug um ein einschneidiges Messer gehandelt hat. Aus dem Tatablauf kann man jetzt einmal vorsichtig ableiten, dass es eher ein spontaner Entschluss war, wo dann ein zufällig verfügbares Teil genommen wurde, um die Tat zu begehen. Und dann hat der Täter offenbar festgestellt, dass Menschen sich nicht so leicht von ihrem Leben trennen und hat dann zu einem Mittel gegriffen, das dieses Ende wahrscheinlicher macht. Das heißt, ein Wechsel des Tatwerkzeugs lässt darauf schließen, dass da keine wirklich ausführliche Vorbeschäftigung mit dem Tatgeschehen stattgefunden hat, vor allem keine realitätsbezogene. Wir haben sämtliche Verwandte des Opfers überprüft. Dabei hat sich aber nicht wirklich jemand herauskristallisiert, der für diese Tat in Frage kommen könnte. Eine Person hat uns aber noch gefehlt, und das war ein Neffe des Opfers. Dima S. war zu keinem Zeitpunkt an einer Adresse in Österreich gemeldet. Es hat eine Wohnung im 15. Bezirk gegeben, die auf den Namen seiner Eltern angemietet war. Dort haben wir dann Dima S. vermutet. Wir haben dann den Nachbar von Dima S. angetroffen. Er hat uns erzählt, dass er Dima S. schon mehrmals gesehen hatte. Daraus haben wir geschlossen, dass er in dieser Wohnung aufhältig ist. Die sichergestellten Spuren aus der Wohnung des Opfers werden im kriminaltechnischen Labor sukzessive ausgewertet. In der gesamten Wohnung wurden Blutspuren, DNA-Spuren und Fingerabdruckspuren nur vom Opfer und vom Sohn gefunden. Währenddessen haben wir die Rufdaten des Opfers weiter analysiert und es ist uns ein Anruf einen Tag vor der Mordtat am 24.09. aufgefallen, wo wir dann schlussendlich den Anrufer identifizieren konnten. Der Anrufer heißt Jakob T. Er ist Kundenbetreuer einer Begräbnisvorsorgeversicherung. Jakob T. ist 42 Jahre alt. Kennen Sie diese Frau? Nein, kenne ich nicht. Sie haben sie am 24. September zweimal angerufen. Was wollten Sie denn von ihr? Ja, die Dame hat bei unserer Begräbnisvorsorgeversicherung abgeschlossen. Er hat uns das so erklärt, dass er ständig betagte Personen anruft und informiert, wie der Versicherungsvertrag derzeit lautet. Der Sinn wäre gewesen, die alte Dame aufmerksam zu machen, dass die Begräbnisvorsorge nicht mehr kostendeckend ist und ihr dann das Angebot zu machen, den Vertrag abzuändern, zu erhöhen. Und haben Sie irgendwas mit ihr vereinbart? Ja, wir wollten uns die nächsten Tage bei ihr treffen, weil sie gehbehindert ist. Und da haben wir vereinbart, dass ich persönlich bei ihr vorbeischaue. Wo waren Sie denn am 25. September um die Mittagszeit? Ich habe mit einem Kollegen einen Messestand abgebaut und den dann ins Firmenauto eingeladen. Bei der Prüfung des Alibi stellte sich heraus, dass er einen Kollegen namens Hannes A. hatte, der für uns kein Unbekannter war.
Der 44-jährige Wiener Hannes A. ist wegen Eigentumsdelikten, Sachbeschädigung und Einbruchsdiebstählen vorgemerkt. Kennen Sie eine Frau, Gertrud? Ist mir nicht bekannt. Ihr Kollege hat sie wegen einer Begräbnisvorsorgeversicherung treffen wollen. Wir haben dann den Kollegen dieses Versicherungsvertreters befragt. Und dieser Hannes A. hat uns das Alibi bestätigt. Waren Sie am 25. September um die Mittagszeit? Ich hab im Auto am Messestand weggeräumt. In der Zwischenzeit werden die DNA-Spuren, die an der Gegensprechanlage und der Türglocke des Opfers gefunden wurden, ausgewertet. Die DNA stammte eindeutig von einer unbekannten Frau. Es hat sich aber im DNA-Zentralcomputer keine Übereinstimmung ergeben. Prinzipiell, wenn man das aus der Kriminologie her betrachtet, sind Tötungsdelikte bei Frauen deutlich seltener. Aber Frauen unterscheiden sich weder in der Brutalität der Tatbegehung noch in der Art ihrer Motivlage wesentlich von den Männern. Der Sohn des Opfers wurde von uns befragt, welche Hausbewohner mit der Mutter so viel Kontakt hatten, dass sie auch bei ihr in der Wohnung waren. Da gab es eine Person, eine Nachbarin, die tatsächlich sehr guten Kontakt mit dem Opfer hatte und auch bei ihr öfters zu Besuch war. Sabine F. ist 47 Jahre alt. Die alleinstehende Frau ist arbeitssuchend und wohnt einen Stock über der Wohnung von Gertrud K. Wie gut haben Sie die Gertrud gekannt? Frau Sabine F. wurde von uns dazu befragt. Und sie hat uns bestätigt, dass sie das Opfer sehr gut kannte, dass sie öfters schon bei ihr in der Wohnung war. Und sie hat uns auch erzählt, dass sie das letzte Mal vor etwa 2 Wochen bei ihr in der Wohnung zu Besuch gewesen ist. Und wann haben Sie es das letzte Mal gesehen? Das war ein Tag, bevor es passiert ist. Entschuldigen Sie mich bitte. Bei der Besichtigung der Wohnung konnten wir Blutspuren feststellen, die auf nicht unbedenkliche Weise auf verschiedene Kleidungsstücke verteilt waren. Das schaut aus wie Blutflecken. Das sind meine, das sind von mir. Und die Flecken auf Ihrem Schuh? Als Erklärung hat sie uns angegeben, das Blut stammt von ihr, von ihren monatlichen Blutungen. Im kriminaltechnischen Labor wird überprüft, ob es sich bei den sichergestellten Spuren um das Blut von Sabine F. handelt. Eine weitere weibliche Person, die ständig Kontakt zu Gertrud K. gehabt hatte, war ihre Putzfrau. Diese Putzfrau ist von uns dann ausgeforscht worden und dazu befragt worden. Valeska N. ist Alleinerzieherin und wohnt mit ihrer Tochter in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Wie oft waren Sie denn bei der Frau Gertrud Putz? Einmal in die Woche. Und wie lang? 4 Stunden pro Woche. Was hat Ihnen denn die Frau Gertrud in der Stunde zahlt? 10 Euro die Stunde. Haben Sie gewusst, dass die Frau Gertrud ihre gesamten Ersparnisse in der Wohnung gehabt hat? Nein.
Und wo waren Sie am 25. September um die Mittagszeit? Ich war bei anderer Familie. Und in der Zeit, ich bin einkaufen gegangen. Wir würden gerne einen Mundhöhlenabstrich von Ihnen machen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Dieser Mundhöhlenabstrich wurde von uns evident gehalten, um bei Bedarf mit Spuren verglichen werden zu können. Obwohl die Blutspritze eindeutig von Gertrud K. stammen, können sich noch weitere biologische Spuren auf den Ohrsteckern befinden. Jetzt hatten wir noch die Möglichkeit, die beiden Ohrringe, die am Tatort aufgefunden wurden, auf DNA-Spuren untersuchen zu lassen. Der Sohn des Opfers kontaktiert das Ermittlerteam, um eine Belohnung für Hinweise auf den Täter auszusetzen. Wir haben dann eine Presseaussendung veranlasst, wo wir um Hinweise ersucht haben aus der Bevölkerung und wo wir für Hinweise, die zur Aufklärung führen, einen hohen Geldbetrag, also konkret 15.000 Euro, ausgelobt haben. Okay, können wir es gerne machen. Komm uns bitte mit. Mhm. Da sich Timo S. trotz mehrmaliger Versuche nicht meldet, lassen die Ermittler die Wohnungstüre öffnen. Hallo? Kriminalpolizei! Timo S. in der Wohnung im Bett liegend angetroffen, haben ihm den Sachverhalt erklärt und haben ihn schließlich zu uns ins Landeskriminalamt zur Einvernahme mitgenommen. Nach der Presseaussendung für Hinweise auf den Täter und die verschwundenen Gegenstände aus der Wohnung werden in der Kriminaldirektion zahlreiche Gehstöcke abgegeben. Nach Inaussichtstellung einer Belohnung wurden zahlreiche Gehstöcke ins LK gebracht und wurden diese auf Blutspuren vom Opfer untersucht. Jedoch konnten keine DNA-Spuren oder Blutspuren an den Gehstöcken gesichert werden. Wir waren einige Male bei Ihnen zu Hause. Warum haben Sie uns denn nicht Ihre Wohnungstür aufgemacht? Er hat uns erklärt, dass er oft bis mittags im Bett ist und dann den Tag mit Einkäufen, mit Fernsehen, mit Lesen verbringt und dass er von Grund auf sehr, sehr misstrauisch und zurückhaltend seiner Umwelt gegenüber ist. Wie war denn das Verhältnis zu Ihrer Tante? Wann haben Sie es denn das letzte Mal gesehen? Beim Begräbnis von meiner Mutter in Krems. Vor einem Jahr. Am 4. August. Das Ergebnis der DNA-Auswertung der Ohrringe bringt für die Ermittler eine wichtige Wendung im Fall. Und dabei ist festgestellt worden, dass ein Ohrring vom Opfer stammt und der zweite Ohrring aber, ein Ohrstecker, eine fremde weibliche DNA aufweist. Und diese fremde weibliche DNA war ident
mit der weiblichen DNA am Klingelknopf der Gegensprechanlage. Die einzigen unter Verdacht stehenden Frauen sind die Nachbarin Sabine F. und die Putzfrau Valeska N. Peter K. wird in der Wohnung seiner ermordeten Mutter befragt. Er soll überlegen, ob es sonst noch Personen gibt, die mit seiner Mutter in Verbindung standen. Das kann ruhig schon ein bisschen zurücklegen. Es hat eine Putzfrau gegeben, das ist aber wirklich schon ein Jahr ungefähr her. Die war manchmal hier. Peter K. hat sich nur daran erinnern können, dass diese Putzfrau seiner Mutter von der Frau Waltraud M. vermittelt wurde. Persönlich hat er diese Putzfrau nicht gekannt. Die hat bei der schon geputzt und dann hat sie sich empfohlen. Hat die Gertrud ihre ehemalige Putzfrau gekannt? Ja, sicher. Ich habe sie ihr ja empfohlen. Waltraud M. wurde von uns kontaktiert und konnte uns dann sofort Name und Adresse und Telefonnummer dieser Putzfrau nennen. Anna E. ist 37 Jahre alt. Die hauptberufliche Hausmeisterin hat von 2008 bis 2011 gelegentlich für Gertrud K. geputzt. Ich habe das nur nebenbei gemacht. Und sie hat halt wen gebracht, der das regelmäßiger macht. Wegen ihrer Gehbehinderung und Einkäufe erledigen und so. Anna E. stimmt einem freiwilligen Mundhöhlenabstrich zu, um als Täterin ausgeschlossen werden zu können. Drei Frauen stehen im Fokus der Ermittler. Sie hatten ein Vertrauensverhältnis zum Opfer und wären von Gertrud K. in die Wohnung gelassen und bewirtet worden. Die aktuelle Putzfrau Valeska N., die Hausmeisterin Anna E. und die befreundete Nachbarin Sabine F. Die DNA-Proben der drei Frauen werden mit den sichergestellten DNA-Spuren verglichen. Wir haben zwei DNA-Spuren gefunden, die beweisen, dass sie dort gewesen sind. Eine bei der Türglocke, hinten beim Hauseingang. Und dann haben wir diesen Ohrring gefunden, gleich neben der Leiche, mit ihrer DNA drauf. Ja, ich war dort, aber nicht allein. Anna E. hat behauptet, dass ihr Freund Günther B. der Anstifter war. Nämlich der Anstifter dazu, dass man zu Gertrud K. hinfährt und Bargeld aus der Wohnung stiehlt. Und dass es dann bei diesem Vorgang zur Tötungshandlung gekommen ist. Der 40-jährige Günther P. arbeitet als Bodendienstfahrer. Seit 3 Jahren ist er der Lebensgefährte von Anna E. Er will unbedingt zu ihr hin. Er hat nicht aufgehört, davon zu reden. Und immer wieder davon angefangen. Er hat sich gedacht, da ist was zum Holen bei ihr. Dann hat er den Stock genommen und aufhören, aber er hat einfach weitergemacht. Kennen Sie eine Frau Gertrud? Na, sagt mir nichts.
Aber Ihre Lebensgefährtin behauptet, dass Sie unlängst bei der alten Dame gewesen sind mit ihr. Blödsinn. Günther B. hat gesagt, dass es schon seit längerer Zeit Handgreiflichkeiten, Konflikte mit seiner Freundin gegeben hat. Er hat eindeutig bestritten, dass er mit dem Mord etwas zu tun hat und dass er das Opfer gekannt hatte. Das ist... Die will mir was anhängen, das ist alles. Wo sind denn Sie untertags am 25. September gewesen? Na, arbeiten war ich. Ich bin Kraftfahrer, bin den ganzen Tag unterwegs. Die Aussagen von Günther P. werden überprüft. Sein Fahrtenschreiber wird kontrolliert und Lieferanten werden befragt. Und die konnten uns bestätigen, dass er zur tatkritischen Zeit bei einer Liefertätigkeit weit weg von der Tatörtlichkeit beschäftigt war. Bei der Überprüfung der Handys von Anna E. und von Günther B. konnten wir feststellen, dass das Handy von Anna E. zur tatkritischen Zeit im Tatortbereich eingeloggt war, dass aber das Handy von Günther B. während dieser Zeit weit weg vom Tatortbereich eingeloggt war. Aufgrund dieser gesamten Erkenntnisse war für uns klar, dass Anna E. an dieser Tat ganz alleine beteiligt war. Wir haben alle Aussagen überprüft und sie war leider auch nicht dort. Sie sind am Vormittag hingefahren. Was ist dann passiert? Wir haben Kaffee getrunken und sie hat ihre Gags am Tisch stehen gehabt und wir haben halt geredet. Ja, von ihrem Sohn und so hat sie erzählt. Dann ist der Anruf gekommen von der Waltraud. Entschuldige, warte ein bisschen. Hallo? Servus, Waltraud. Servus. Und ich wollte einfach nicht, dass die Waltraud hier da was erzählt, dass ich bei ihr schon mal was mitgenommen habe. Sie hat zu dem Zeitpunkt ja auch gewusst, dass vielleicht als nächstes die Gertrud K. zu ihrer Freundin sagen wird: Und übrigens, weißt du, wer mich heute gerade besucht? Das wollte sie wahrscheinlich verhindern. In dem Moment, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, dann habe ich den Stock genommen und... Die meisten Menschen haben keine praktische Erfahrung mit dem Töten. Was man dabei nicht einkalkuliert, ist die Geräuschkulisse, die bisweilen sehr unangenehm sein kann und sehr viel Stress verursachen kann. Ebenso wie der Geruch von Blut. Das heißt, die Heftigkeit mancher Tathandlungen erklärt sich nicht jetzt aus diesem viel zitierten Overkill-Motiv der rasenden Emotion, sondern aus dem Bedürfnis, das zu Ende zu bringen. Da ist das Nachthemd gehängt von ihr und da habe ich alles eingewickelt, alles, was ich halt angegriffen habe. Die Gegenstände, die aus der Wohnung von ihr mitgenommen wurden, hat sie im Mistkübel, im Müll, im Hausmüll entsorgt. Die
Tatwaffen, den Gehstock und das Küchenmesser, hat sie in einem nahegelegenen Gewässer entsorgt, worauf wir die Taucher der Cobra angefordert haben und nach diesen Gegenständen gesucht haben. Bei dieser Suche durch die Taucher konnten wir tatsächlich den Gehstock, eine der Tatwaffen, finden. Das Messer wurde nie gefunden. Wir haben dann über Diana eh noch weitere Nachforschungen angestellt. Wir sind drauf gekommen, dass sie mehrmals schon Diebstähle begangen hat. Und zwar überall dort, wo sie entweder als Putzfrau gearbeitet hat oder sonst aushilfsweise beschäftigt war. Anna E. wird nach einstimmigem Schuldspruch zu 20 Jahren Haft verurteilt.